Herzlich willkommen beim Galileo 360 Grad Ranking Spezial. Bei uns dreht sich heute alles um Kampfkunst. Wir zeigen Ihnen die abgefahrensten Techniken und Kampfarten. Dabei stellen wir Ihnen extrem durchtrainierte Menschen vor, die ganz spezielle Talente haben. Es geht los mit Mito Yutaka. Der 22-Jährige ist Sumo-Ringer und zeigt uns jetzt die knallharte Welt der Kampfkolosse. Los geht's in Japan. Hier treffen wir Mito Yutaka, ein gefragter Sumo-Ringer. Man sieht es ihm nicht an, aber er ist erst zarte 22 Jahre jung und auf dem Weg, ein großer Star in Japan zu werden. Sein Kapital, sein Körpergewicht. Er ist einer von 700 professionellen japanischen Sumo-Ringern und gilt als ein vielversprechendes Talent. Sein Ziel, die Profiliga. Ich mag beim Sumo-Ringen den Kampf Mann gegen Mann. Wenn ich jemand besiege, bin ich immer glücklich. Die sogenannten Sumotori können als Profis viel Geld verdienen und werden als Superstars gefeiert. Aber der Alltag ist alles andere als glamourös. Sumo-Ringer leben in sogenannten Ställen, einer Art Sportler-WG. Mito Yutaka teilt sich mit 8 Sumo-Kollegen ein Zimmer. Hier verbringen sie ihre Freizeit und schlafen auch. Der Tag beginnt morgens um 6 mit einem Training. Übrigens, die knappe Kleidung sollte ursprünglich zeigen, dass die Sportler unbewaffnet sind. Die Regeln dieser Kampfkunst sind einfach: den Gegner dazu bringen, mit einem anderen Körperteil als den Füßen den Boden zu berühren. Oder ihn aus dem Ring schieben. Dafür ist der Gürtel unverzichtbar. Er ist der wichtigste Angriffspunkt. Um den Gegner zu greifen, gibt es verschiedene Techniken. Diese Technik heißt Migi Utsu. Man führt die rechte Hand unter der Achsel des Gegners durch und die linke Hand geht über die Seite auf der Höhe vom Oberarm des Gegners vorbei zum Gürtel. Mit 15 Jahren wurde er von einem Talentscout entdeckt. Seitdem lebt er hier im Sumo-Stall. Die Sumo-Profiliga ist in 6 sogenannten Divisionen gegliedert. Mito Yutaka kämpft bereits in der dritthöchsten, ein rasanter Aufstieg. Wenn man in den 2 höchsten Divisionen kämpft, kann man sehr gutes Geld verdienen. Das spornt mich an. Aber mal ehrlich, schmerzt der Gürtel nicht beim Kampf? Anfangs tut es schon weh, weil der Gürtel hart ist, aber man gewöhnt sich dran. Die rund 4 Kilo Gewicht des Gürtels nehmen die Kampfkolosse kaum wahr. Aber wie werden die Männer eigentlich so dick? Zunehmen ist für die Ringer das A und O. Das Durchschnittsgewicht liegt bei 150 Kilogramm. Je mehr, desto besser. Mito Yutaka ist da gut dabei. Bei einer Größe von 1,78 Meter wiegt er stolze 180 Kilogramm. Mehr Gewicht bedeutet mehr Wumms, um den Gegner rauszuschieben. Ich nehme am Tag 5.000 bis 6.000 Kalorien zu mir, manchmal aber auch 8.000. Sumo-Kämpfer sind echte Superstars in Japan. Die besten Profis verdienen 20.000 Euro im Monat. Doch die wenigsten schaffen es ganz nach oben. Mit vielen Kilos viel Geld verdienen, ein echt faszinierender Kampfsport aus Japan. Dass es auch Kampfkünstler im Kindesalter gibt, zeigt unser Platz 12. Wir sind in Indien, genauer gesagt in Kannur. Hier lebt Sangeet Pari Chakarai mit seiner Familie. Sangeet, steh endlich auf. Ich habe noch anderes zu tun, als dich aus dem Bett zu holen. Mach schon. Sangeet muss trainieren. Seit 5 Jahren macht er Kalaripaitu. Das ist der älteste Kampfsport der Welt. Und Sangeet ist richtig gut darin. Sein großes Ziel, er will in die Kampfschule des Großmeisters Prasad wechseln. Das hier ist Nirajal. Und das hier ist Irtikal, eine Defensivhaltung. Sangeet lebt zusammen mit Eltern, Bruder und Großmutter. Heute steht die Aufnahmeprüfung an der berühmten Kampfkunstschule bevor. Heute werde ich sicherlich viel Neues lernen. Ich trainiere mit Guru Prasad und wenn meine Leistung stimmt, dann werde ich sein Schüler.
Vielleicht werde ich ja eines Tages auch so berühmt wie ihr. Dann geht's los. Sangeet ist im Tempel bei Guru Prasad. Vor der Kampfsportprüfung muss er sich umziehen. Denn einen Kalari, so nennt man diese Tempel, darf man nur im traditionellen Gewand betreten. Jetzt müssen alle Schüler den Boden und die Waffen berühren. Das zeigt den Respekt. Das ist das sogenannte Putara. Hier holt man sich den Segen von Gott und den Segen der alten Gurus. Und ihn gilt es heute zu überzeugen. Kalari Paitu-Meister Prasad. Er gilt als einer der besten in ganz Indien. Er nimmt jedes Jahr nur 3 neue Schüler auf. Mit den Trockenübungen, dem sogenannten Mai Payat, beginnt die Aufwärmrunde. Dann wird es ernst. Der Stock heißt Mucha. Mucha heißt 3 Handspannen. Damit legen wir los. Guru Prasad will von Sangeet vollen Einsatz sehen. Anfangs muss er ihn noch häufig korrigieren, doch bald läuft Sangeet zur Höchstform auf. Koltari Paitu, der Umgang mit hölzernen Waffen, ist nämlich Sangeets Paradedisziplin. Der Prüfungskampf ist vorbei. Jetzt wird der Meister seinen neuen Schüler bestimmen. Ob Sangeet dabei ist? Der Guru wählt 2 neue Schüler aus und dann auch Sangeet. Geschafft. Ich bin so glücklich. Auch, dass es Ravan und Fatima geschafft haben. Von jetzt an wird Sangeet jeden Tag nach der Schule 2 Stunden beim großen Meister trainieren. Wenn er gut ist, darf er mit 16 an nationalen Wettbewerben teilnehmen. Kalari Paitu, eine indische Kampfkunst, die schon die ganz Kleinen lernen. Nein, wir sind nicht in einer weit entfernten Galaxie. Wir sind in Manhattan. Denn dieser Platz widmet sich einer ganz besonderen Kampfkunst. Das sind die New York Jedi, der US-Kultverein. Ihre Mission: Star Wars-Sport mit dem Lichtschwert. Es ist ein langer Weg, Jedi zu werden. Donnerstag, 19 Uhr. Trainingsbeginn. Gründer Flynn Michael übernimmt das Kommando. Er verdient seinen Lebensunterhalt als Jedi. Seit 10 Jahren lehrt Flynn schon die Kunst des Lichtschwertkampfes. Ich komme seit 10 Jahren einmal in der Woche zum Training. Mit einigen hier schon seit 7-8 Jahren. Schau sie dir an, alle haben Spaß. Warum sollte ich woanders sein? Wir benutzen Lichtschwerter. Wie cool ist das bitte? An die Lichtschwerter, fertig, los. Die Trainer sind übrigens ausgebildete Schwertkämpfer. Daher ist das Gelernte realer, als es jetzt aussieht. Es wird nach asiatischem Kendo-Stil gekämpft. Alle Techniken sind direkt aus dem Schwertkampf übernommen. So wird man jede Woche ein kleines Stück mehr zum Jedi-Meister. Du solltest das Schwert mittig über deinem Kopf halten. Wenn du es so hältst, kann es dich noch treffen. Halt es so. $10 zahlen die rund 20 Teilnehmer für 2 Stunden galaktisches Workout. Am Wochenende wollen die New Yorker Jedi mit ihren Kampfeinlagen auf einer Comic-Convention neue Mitglieder anlocken. Vor dem großen Event wird nochmal der Teamgeist gestärkt. Flynn, was sagst du uns immer? Einmal ein Jedi, immer ein Jedi. Der große Tag ist gekommen. Wir besuchen die Eternal Con in Long Island. Und mit uns tausende Fans. Denn im Luftfahrt- und Weltraummuseum gibt es heute alles, was das Nerdherz begehrt. Vom Star Wars-Universum über Körperkunst und Computerspiele bis zu eher wütenden Besuchern. Mittendrin unser New York Jedi. Mit einem eigenen Stand wollen sie neue Mitglieder gewinnen. Heute kann es im Training um Fechttechniken gehen. Oder wir haben eine Stunde, die sich auf Samurai-Tate, Katana-Style, konzentriert. Oder wir üben richtig Stürzen und Nahkampf. Den neuen Mitgliedern soll einiges geboten werden. Nicht nur im Training, sondern auch auf der Bühne wollen die New York-Jedi jetzt zeigen, was sie drauf haben, indem sie kämpfen. Vor rund 300 Zuschauern liefern sie sich einen Showkampf der Extraklasse. Und zeigen damit allen, dass es sich lohnt, ein New York Jedi zu werden. Kommen wir zu Platz 10. Das ist Jessie McParlin. Sie ist 11-malige Welt- und Europameisterin der Kampfkünste. Ihre Disziplin sind sogenannte Katas. Choreografierte Kämpfe gegen imaginäre Gegner.
Über 100 Titel hat die 10-Jährige bereits gewonnen. Es ist meine Leidenschaft. Ich will die Beste sein. Ich will bei Olympia teilnehmen und Filme drehen. Dabei helfen soll Papa Gary. Ohne Karate-Trainer, ohne Trainer für diese Figuren gehört sie, ich muss mich manchmal selbst kneifen, wenn man das über sie sagt, zu den Besten der Welt. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Hartes Training ist ein Faktor. Die 10-Jährige übt dreimal am Tag, so lange, bis sie die Choreografien im Schlaf kann. Jetzt will Jessie bei ihrem ersten Punktkampfturnier in den Disziplinen Kampf und Choreografie antreten. Dafür trainiert sie mit dem ehemaligen Trainer der irischen Kampfsportnationalmannschaft Gary Kelly. Und schon ist der große Tag gekommen. Die Irish Open in Irland, das größte Kampfsportturnier der Welt, mit über 4000 Teilnehmern. Mittendrin Jessie und Vater Gary. Jessies erster Kampf ist in einer offenen Gewichtsklasse. Ein Kampf dauert 90 Sekunden. Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt. Jessie schlägt sich gut gegen das etwas größere Mädchen, hat am Ende aber keine Chance. Verlieren ist für Jessie eine neue Erfahrung, aber schon nach wenigen Minuten hat sie die Niederlage abgehakt. Jessie hat auch gar keine Zeit, Trübsal zu blasen. Gleich steht ihre Paradedisziplin an. Bei den Katas, den choreografischen Kämpfen, achten die Juroren auf saubere Technik, festen Stand und einen guten Gesichtsausdruck. Hier macht Jessie niemand etwas vor. Eine Choreografie muss mindestens eine Minute lang sein. Jessie gewinnt insgesamt 3 von 4 Kategorien. Die 10-Jährige ist heute in Topform. Sie kämpft sich bis ins Finale ihrer Gewichtsklasse vor. Noch ein Sieg und sie hat den Titel. Der Finalkampf geht in den Sudden Death. Wer als nächstes trifft, gewinnt. Die Gegnerin glaubt, der Kampf sei unterbrochen, ist er aber nicht. Jessie gewinnt. Das ganze Bangen und Trainieren hat sich ausgezahlt. Ihr nächstes Ziel, die Weltmeisterschaften gewinnen. Wir drücken ihr die Daumen. Von Irland nach Tokio. Unser Platz 9 widmet sich der asiatischen Kampfkunst. Was kann ein normaler Mensch hier ausrichten? Unser Reporter Jan testet in Tokio 2 der populärsten Kampfsportarten. Die erste Kampfkunst ist Kendo. Übersetzt, der Weg des Schwertes. Takashi Sensei ist ein weltbekannter Kendo-Lehrer. Schon sein ganzes Leben trainiert er die Kunst des Bambusschwerts. Angeblich dauert es ganze 50 Jahre, um die perfekte Technik zu lernen. Das Wichtige beim Kendo: Reaktionsschnelligkeit. Punkte gibt es, wenn man seinen Gegner an Kopf, Seite oder Hand trifft. Das Wichtigste: Schnelligkeit gewinnt. Dafür zeigt Takahashi Jan den entscheidenden Trick der alten japanischen Ritter. Schau deinem Gegner immer in die Augen, vor allem dazwischen. Da erkennst du, was er vorhat. Jan versucht sein Glück gegen den Meister. Sein Ziel: einen einzigen Schlag platzieren. Irgendwie. Das musst du auch mal machen hier. Das hätte Jan besser nicht sagen sollen. Der Meister trifft ihn empfindlich. Das Schwert erreicht bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Ohne Kopfschutz wäre das tödlich. Der Meister schlägt schon zu, während Jan noch ausholt. So kann er gezielt einen schmerzhaften Hieb setzen. Fazit: Jan muss wohl noch ein paar Jahre üben, um Kendo-Meister Takashi ein würdiger Gegner zu sein. Kommen wir zur zweiten Kampfkunst: Aikido. Das Oberhaupt von Aikido ist Ushiba Sensei. Er wird beinahe als Gott verehrt. Ushiba Sensei ist der Enkel des Erfinders von Aikido. Täglich 2 Stunden Training, seitdem er laufen kann. Keiner ist besser als er.
Bei Aikido blockt man den Angriff nicht ab, sondern versucht, die Kraft so umzulenken, dass der Gegner zu Boden fällt. Was aussieht wie eine friedfertige Choreografie, ist aber Kampftechnik und tut auch richtig weh. Man muss wirklich runter, ob man will oder nicht. Oh, er drückt oben zu und er macht so lange weiter, bis ich abklopfe. Plötzlich steht der Meister selbst vor Jan. Ueshiba Sensei, jetzt bloß nicht blamieren. Ist das dein erstes Mal? Dafür bist du gut. Wow, was für eine Ehre. Der Meister hat sogar seine eiserne Schweigepflicht gebrochen. Und Jan macht inzwischen eine ganz gute Figur. Unser Fazit: Eine Kampfkunst effektiv beherrschen? Das geht natürlich erst nach jahrelangem Training. Aber eines hat Jan geschafft. Er hat zwei Großmeister der Kampfkunst getroffen und sich dabei gut geschlagen und schlagen lassen. Unser Platz 8, Kampfszenen. Kann man sich selbst aus einem Sarg befreien wie im Film Kill Bill? Hans-Jörg Reimers unterrichtet Wing Chun. Dort kennt man diese Technik. Eigentlich handelt es sich um einen Schlag aus sehr kurzer, also einem Inch Entfernung. Man holt dabei also beim Schlagen nicht aus, sondern versucht auf kurzer Distanz extreme Kraft zu entwickeln. Laien schaffen mit einem Schlag durchschnittlich 40 Joule. Unser Wing Chun-Meister zeigt, wie viel Kraft er bei so einem Schlag aufbringt. Wirklich sehr, sehr erstaunlich. Das war eigentlich, wenn man sieht, mit 82, 83 Joule, also wirklich das Doppelte. Erstaunlich, doppelt so viel wie der Durchschnitt. Kommen wir aber zur eigentlichen Herausforderung. Wie im Film muss der Kampfkunstmeister aus der Rückenlage schlagen. Sicher ist, das Ganze wird wehtun. Das Holz gibt keinen Millimeter nach. Ist das Ganze doch ein Filmtrick? Das Experiment gescheitert? Wing Chun Großmeister Reimers sammelt noch einmal seine ganze Energie und diesmal klappt's. Das Geheimnis dahinter? Die Energie wird von der Schulter aus übertragen. Sie wandert zum Ellenbogen, von dort zum Handgelenk. Die Gelenke bilden eine gerade Linie aus der Körpermitte heraus, denn dort kann am meisten Druck entwickelt werden. Getroffen wird mit den untersten drei Handknöcheln. Damit ist sichergestellt, dass der Arm bis zum Schluss gerade bleibt. Kommen wir zur nächsten Kampfszene. Im Film Fist of Legend kämpft Jet Li blind gegen einen Kampfkunstmeister. Blind kämpfen? Geht das? Um das zu testen, kämpfen wir gegen einen Stuntman. Um sich nicht zu verletzen, trägt er einen Kopfschutz. Denn jetzt muss er sich blind verteidigen. Stuntman am Boden, Kampf vorbei. Auch beim zweiten Mal ist er ohne Erfolg. Der sogenannte Blindkampf kommt ebenfalls aus dem Wing Chun und wird dort tatsächlich trainiert. Bei uns im Wing Chun gibt es eine spezielle Trainingsmethode, das heißt Chi Sao, klebende Hände. Und mit der lernt man eben genau mit verbundenen Augen sich zu verteidigen. Um das Blindkämpfen zu erlernen, braucht man dieses sonderbare Holzgerät, den sogenannten Wooden Dummy, zu Deutsch Holzpuppe. Die hervorstehenden Pfosten simulieren Arme und Beine. Ziel ist einerseits Trainieren der exakten Techniken, des richtigen Winkels, des richtigen Drucks und auch natürlich auf der einen Seite die Abhärtung der Arme und Beine, damit die Techniken wirklich in der Realität auch funktionieren. Irgendwann hat der Schüler diese Techniken so verinnerlicht, dass er sie quasi blind anwenden kann. Ob das in der Realität funktioniert, will uns der Wing Chun-Meister jetzt zeigen. Der Stuntman versucht, die Deckung des Meisters nach unten zu ziehen und geht zu Boden. Fazit: Hat ein Wing Chun-Kämpfer also einmal Kontakt zum Gegner, bleibt er an ihm kleben und kann ihn mit vorher eingeübten Schlagabfolgen kampfunfähig machen. Kommen wir zu Kampfszene Nummer 3. Wie schwer ist es, sich gegen mehrere Gegner zu behaupten? Wenn von drei Seiten gleichzeitig jemand kommt, man kann sich auf niemanden konzentrieren und es ist so ein Buffer-Overflow, also es kommt von überall und man kann nicht wirklich reagieren. Jetzt ist der Aikido-Meister dran. Mit entsprechendem Kampftraining ist es offensichtlich möglich, gegen mehrere Gegner zu bestehen.
Das Geheimnis? Es geht darum, die Kraft des Angreifers durch die Hebelwirkung auszunutzen und gegen ihn selbst zu wenden. Unser Fazit? Viele Kampfszenen aus dem Film sind nicht nur Hollywood-Tricks, sondern tatsächlich auch echte Kampfkunst. Kommen wir zu Platz 7. Ein Kugelschreiber, Kleingeld, eine Zeitschrift, ein Smartphone. Alltagsgegenstände. Michael Grüner, ein Experte für Selbstverteidigung, zeigt uns, wie man sich im Notfall verteidigen kann. Unser erster Alltagsgegenstand, ein Kugelschreiber. Der Kugelschreiber, den hat eigentlich fast jeder dabei. Der Kugelschreiber ist spitz und je nachdem, wie er beschaffen ist, ist er auch sehr stabil. Michael Grüner nutzt den Stift nicht als Waffe für einen Angriff, sondern zur Entwaffnung des Gegners. Das Ziel des Schlages liegt oberhalb der Armbeuge. Dort verläuft der sogenannte Ulnaris-Nerv. Wird auf den starken Druck ausgeübt, lehnt das kurzzeitig die Region um Handfläche und Mittelfinger. Die Hand wird taub und der Angreifer muss die Flasche fallen lassen. Das kann im günstigsten Fall schon Zeit zur Flucht geben. Unser nächstes Hilfsmittel, ein Smartphone. Smartphones sind heutzutage sehr stabil gebaut, haben harte Kanten. Und wenn ich den Gegner mit den Kanten am Muskel oder an den Nerven hart treffe, dann kann ich mich sehr effektiv verteidigen. Und das sieht dann so aus. Mit dem Smartphone schafft sich Michael erstmal Platz. Dabei gilt, je kleiner die Trefferfläche, desto größer ist die Wirkung des Schlages. Der Smartphone-Befreiungsschlag ist so effektiv wie simpel und bereitet den zweiten Schritt zur Flucht vor. Ein Schlag auf den Oberarm zwischen Bizeps und Trizeps. Dort verläuft ein Strang aus mehreren Nervenbahnen und die Hauptarterie. Ein Treffer dort ist extrem schmerzhaft. Nach dieser Handy-Gegenwehr stehen die Chancen zur Flucht zumindest günstig. Wir haben gelernt, das Smartphone ist ideal, um seine Position zu verbessern, indem man den Gegner kurzzeitig schockt. Das kann bereits die Möglichkeit zur Flucht sein. Komplett kontrollieren kann nur ein Experte die Situation, indem er den Angreifer mit speziellen Techniken in die Defensive drängt. Aber was macht man in einer Alltagssituation, wenn man zur Verteidigung keine Waffe hat? Auch in so einer Situation kann man sich mit Alltagsgegenständen wie einer Zeitschrift und etwas Kleingeld einen Vorteil verschaffen. Wie soll man sich denn damit gegen einen Messerangriff wehren? Michael Grüner zeigt uns, wie es geht. Er schleudert die Münzen dem Angreifer ins Gesicht. Das sieht zwar harmlos aus, ist aber gefährlich und tut richtig weh. Eine Handvoll Münzen wiegt an die 150 Gramm, so viel wie ein faustgroßer Stein. Und die Zeitschrift, die rollt Michael Grüner zusammen. Jetzt ist sie eine nicht zu unterschätzende Verteidigungswaffe. Welche Schlagkraft sie entfalten kann, demonstriert er uns in der Trainingshalle. Wird damit ein Schlag gegen den Kopf des Gegners geführt, ist der Kampf schnell zu Ende. Die gesamte Schlagenergie konzentriert sich hier auf eine kleine Fläche. Der Impuls wird über die Schädelknochen ans Gehirn weitergeleitet, das dazu führt, dass der Gegner entweder Sterne sieht oder sofort das Bewusstsein verliert. Fazit. Sollten wir in Zukunft mal in solch eine gefährliche Situation kommen, ist es gut zu wissen, dass Alltagsgegenstände, die wir immer bei uns haben, helfen können. Von der Straße ins Kloster. Platz 6 handelt von Yang Qiang. Er will Extrem-Kung-Fu-Meister werden. Dazu reisen wir in das Shaolin-Kloster. Der 20-Jährige steht heute vor einer sehr wichtigen Prüfung. Sein Ziel ist es, Shaolin-Kung-Fu-Meister zu werden. Zu seinem Tagesablauf gehört dafür nicht nur das körperliche Training, sondern auch das Üben des Geistes und des Glaubens. Aber auch die Bildung spielt bei Shaolin-Mönchen eine große Rolle. Um Kung-Fu-Meister zu werden, wird Yang Qiang täglich in Buddhismus, Chinesisch, aber auch in Mathe, Geschichte und Kalligraphie, der Schönschrift, unterrichtet. Nach dem Training des Geistes geht es hier aber auch um das Körperliche. Das übernimmt Meister Zu. Ja.
Stell wieder Lärm hoch. Los geht's mit Einzelübungen. Yang Qiang lernt hier die Kung-Fu-Techniken der Gründungsväter des Klosters. Ursprünglich war das Ziel der Shaolin, mit diesen Techniken ihre Gegner ernsthaft zu verletzen oder sogar zu töten. Heute steht nicht mehr die Selbstverteidigung im Vordergrund, sondern die Kombination aus Bewegung und Meditation. Shaolin Kung Fu ist eine Kunst, kein Sport. Nach den Einzelübungen steht jetzt Waffentraining an. Deine Ausführung mit den Schwertern ist sehr gut. Du musst aber deine Schritte beachten. Manchmal sind sie zu langsam. Du musst noch schneller werden. Am Abend ist Yang Qiangs Prüfung gekommen. Sein Meister begleitet ihn. Seine Aufgabe könnte größer nicht sein. Einen Eisenstab muss er auf seinem bloßen Kopf zerschlagen. Yang Qiang versetzt sich durch Meditation in eine Art Trance-Zustand. Nur so kann er den physischen Schmerz ertragen. Eine Übung, für die er lange trainieren musste. Tägliches Meditieren und Abhärten des Kopfes. Besteht er die Prüfung, ist seine körperliche Ausbildung abgeschlossen. Yang Qiang hat nur einen Versuch. Geschafft. Die Stange ist zerbrochen. Ein Körper aus Stahl, doch den Geist muss Yang Qiang noch weiter trainieren. Erst dann ist er wirklich Shaolin Kung Fu Meister. Unser nächster Platz handelt von Isao Machi, besser bekannt als Baseball-Samurai. Er teilt einen Baseball mit 170 km/h einfach so mit einem Schwert. Wie schafft er es, so schnell zu sein? Wir treffen den Meister in seiner Heimat Japan. Mit 7 Jahren habe ich mit Kendo angefangen. Eines Tages hat mir mein Lehrer ein richtiges Schwert gekauft. Das war der Anfang von meinem Leben als Samurai. Wie bereitet sich der Schwertkämpfer vor? Wie trainiert er seine Reflexe? Über viele Jahre hat Isao Machi seine Reaktionsgeschwindigkeit und den Umgang mit dem sogenannten Katana-Schwert perfektioniert. Isao Machi zeigt uns, wie schnell er mit dem Schwert ist. Unglaublich. Der Samurai zerteilt die Bambusmatte mit 2 gezielten Schwerthieben in weniger als einer Sekunde. Doch Isao kann noch mehr. Eine freistehende Matte schneidet er 5-mal hintereinander durch, ohne dass sie umfällt. Sein eigener Rekord liegt bei 8 Schlägen. Damit steht er sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Aber ist es nicht mehr als nur das Handling des Schwertes? Jetzt wollen wir sehen, wie Isao Machi einen anfliegenden Baseball mit dem Schwert zerteilt. Kann er wirklich einen 170 km/h schnellen Ball spalten? Er behauptet ja. Die Radarpistole dient uns zur Kontrolle. Treffer. Wir messen sogar 176 km/h. Damit liegt seine Reaktionszeit unter einer halben Sekunde. Schneller als die von Profi-Baseballern. Wie macht er das? Bis 130 km pro Stunde kann ich den Ball die ganze Zeit sehen und reagieren. Wenn es schneller wird, dann muss ich den Moment erfassen, wenn er die Ballmaschine verlässt. Kaum zu glauben. Der Samurai ist also noch besser als erwartet. Machi behauptet sogar, er kann noch schneller. Das wollen wir sehen. Wir drehen die Ballmaschine auf Maximalgeschwindigkeit, 180 km pro Stunde. Um sicherzugehen, dass der Ball nicht präpariert ist, markieren wir die von uns gecheckten Bälle. Bei den ersten Versuchen gab der Assistent Machi ein Handzeichen, bevor er die Maschine in Gang setzt. Ist das ein Trick? Wir verdecken den Assistenten hinter einem Vorhang. Machi konzentriert sich.
Schafft er es, den Ball auch bei 180 km/h zu treffen? Vorbei. In der Zeitlupe deutlich zu sehen. Er war zu langsam. Ein paar wenige Zentimeter fehlen. Jetzt muss der Samurai an seine Reserven. Wie mobilisiert er nun seine Turboreflexe? Machi konzentriert all seine Kräfte auf seinen letzten Versuch. In der Halle herrscht absolute Stille. Geschafft. Die Zeitlupenkamera liefert den Beweis. Isao Machi zerteilt den 180 km/h schnellen Ball. Er scheint eins zu sein mit seinem Schwert. Konzentration und Perfektion. Isao Machi, ein echter Meister mit dem Schwert. Er teilt gerne, und zwar verdammt fix. Unser Platz 4 führt uns mitten in den urbanen Dschungel von Tokio. Hier treffen wir eine deutsche Spinnenliebhaberin. Svenja Betz lebt in der japanischen Hauptstadt und hält Spinnen als Haustiere. Sie hat einen großen Traum. Sie will am großen Samurai-Spinnenturnier teilnehmen. Ihr erster Schritt, um den Traum zu verwirklichen, Spinnensuche. Dafür reist sie am nächsten Tag in den Süden Japans. In der Provinzhauptstadt findet einmal im Jahr das Samurai-Spinnenturnier statt. Svenjas erster Weg führt in eine Keksmanufaktur. Richtig gehört, denn sie gehört Kaoru Toshika, einem berühmten Spinnenmeister. Hallo, ich bin Svenja. Ich habe gehört, Sie sind der beste Kenner hier, um Spinnen zu fangen. Spinnen sind meine große Leidenschaft. Im subtropischen Klima der Südinsel gedeihen die besten Spinnen für den traditionellen Spinnen-Samurai-Kampf. Die tropische Hitze, große wilde Grüngegenden und der Überfluss an fressbaren Insekten schafft für sie ein Paradies. Die Weibchen der Wespenspinnen eignen sich am besten für Samurai-Kämpfe. Svenja hat Glück und findet eine, die passen könnte. Ja, das scheint ja auch ein sehr schönes Exemplar zu sein. Aber ist das Tier auch ein echter Champion? Ist sie fit, schnell und aggressiv? Hat sie die Fähigkeiten, eine gute Samurai-Kampfspinne zu werden? Meister Kaoru begutachtet das Tier. Sie ist schnell und wendig. Das könnte eine echte Kämpferin werden. Der freut sich darauf, die kämpfen zu sehen. Der Morgen des großen Turniers ist gekommen. Aus ganz Japan sind Spinnenfreunde angereist. Ja, heute ist der große Tag. Ich bin ein bisschen nervös. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Spinne gefangen gestern und ich hoffe, sie führt mich zum Sieg heute. Das Turnier funktioniert nach dem K.O.-System. Die Spinne, die als erstes die andere Spinne zu Boden wirft, gewinnt. Als erstes kämpft Svenja gegen einen Lokalmatador, Yoshi. Er betreibt seit Jahren den Samurai-Spinnenkampf. Seine Spinne, rechts im Bild, ist sofort angriffslustig. Sie versucht, die Gegnerin der Deutschen einzuspinnen. Die wehrt sich mit allen Kräften, stürzt, aber fängt sich wieder und greift erneut an. Im turbulenten Kampfgewimmel kann man kaum mehr erkennen, welche Spinne zu wem gehört. Doch letztlich ist es tatsächlich Svenjas Spinne, die gewinnt. Sie hat bereits 3 Kämpfe überstanden. Wenn sie jetzt durchs Viertelfinale kommt, ist der Sensationssieg einer Anfängerin in Reichweite. Ihre Viertelfinalgegnerin, die Spinne zweier Halbspanier. Jede der 2 Spinnen hat unterschiedliche Stärken. Manche verfügen über eine überdurchschnittliche Schnelligkeit, andere haben eine große Kondition. Oh Gott, die hängt schon am Faden. Wenn sich Spinnen an ihrem Faden abseilen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich geschlagen geben. Es wirkt wie eine Taktik, dass sie meistens danach blitzschnell angreifen. Nur noch die Schiedsrichter können bei dieser Geschwindigkeit auseinanderhalten, welche Spinne die Oberhand hat.
Der Kampf geht lange hin und her. Hier treffen wirklich zwei Champions aufeinander. Doch am Ende heißt es Sieg für Spanien. Ja, jetzt habe ich verloren. Oder? Letztlich werden es die beiden Brüder sogar auf Siegerpodest schaffen. Auch wenn es ihr schwerfällt, folgt Svenja der uralten Tradition und setzt ihre Spinne nach dem Turnier wieder in der Natur aus. Von Tokio in die USA. Unser Platz 3, Martial Arts. Dort wird dieser Kampfsport gerade von Kindern viel ausgeübt. Eine der bekanntesten Kinderstars ist Gina Awana, alias The Black Widow. 5 Tage die Woche trainiert die 10-Jährige. Immer an ihrer Seite Vater Ricky. Er hat 4 Kinder. Auch die Kleinsten werden schon zum Kämpfen gezwungen. Wie der 5 Jahre alte Josh und der 7-Jährige Luke. Ob es ihnen wirklich Spaß macht? Und Jungs, wie war's? Toll. Und wer von euch beiden ist jetzt der Sieger? Wir beide. Obwohl die Kinder offensichtlich keinen Spaß am Kämpfen haben, ist Mutter Laurie von der Sportart ihres Sohnes Luke begeistert. Jede Mutter und jeder Vater hat Angst vor Verletzungen. Aber wenn es passiert, dann passiert es eben. Dann muss man es eben behandeln. Das ist ja auch beim Football und Baseball so. Es gibt überall ein Verletzungsrisiko. So verantwortungslos denken einige Eltern in den USA. Sie sehen in dem gefährlichen Hobby ihrer Kinder eine Chance. Mixed Martial Arts ist in den USA ein Milliardenmarkt. Sie hoffen, dass ihre Kinder eines Tages selbst einmal Millionen verdienen. Gegen Mittag beginnen die ersten Kämpfe. Gina muss allerdings noch warten. Ihr Kampf wird erst gegen 21 Uhr am Abend stattfinden. Es ist schon nervig, weil ich so lange hier hinten warten muss. Ich würde lieber die Kämpfe meines Teams verfolgen. Aber ich bin leider immer die Letzte und deswegen auch immer müde. Ich mag den Sport schon gerne, aber eigentlich würde ich lieber Softball spielen. Jetzt sind es nur noch wenige Minuten, bis der Kampf beginnt. In einer Zeremonie wie bei Profikämpfern wird Gina in die Halle geführt. Ob die 10-Jährige diesmal ihren Gegner besiegen kann? 3 Runden hat sie jetzt Zeit, ihren 1 Jahr älteren Gegner Cross zu bezwingen. Papa Ricky und Trainer Richard fiebern am Käfigrand mit. In der ersten Runde muss Gina schon mal alles geben, denn ihr Gegner ist stark. Mit voller Kraft wird sie verprügelt und sogar zu Boden geworfen. Nach nur wenigen Minuten muss der Kampf unterbrochen werden. Gina hat starke Schmerzen am Knie. Sogar eine Ärztin muss konsultiert werden. Bist du in Ordnung? Möchtest du weiterkämpfen? Obwohl Gina kaum noch laufen kann, gibt sie nicht auf und kämpft sich tapfer bis zur letzten Runde durch. Allerdings verlässt sie diesmal als Verliererin den Ring. Bleibt nur zu hoffen, dass Gina sich von diesem schrecklichen Kampf bald erholen wird und dass in Zukunft der Ehrgeiz der Eltern nicht auf Kosten der Kinder geht. Unser Platz 2 der Kampfkünste, Kerzen ausboxen. Ist das wirklich möglich? Um das herauszufinden, reisen wir zum vermeintlichen Kerzen-Kung-Fu-Meister nach China. Cheng Ya heißt er. Auf den ersten Blick sieht er nicht wirklich wie ein Meister der Kampfkünste aus. Ich habe nie Kung-Fu gelernt. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Das Internet und Kung-Fu-Filme haben mir dabei geholfen. Kung-Fu lernen per Online-Studium? Geht das? Was uns Cheng Ya demonstriert, ist schon mal ziemlich beeindruckend. Liegestützen auf den Fingerspitzen schafft nicht jeder. Wir gehen zu Cheng Ya nach Hause. Hier trainiert er fast täglich den Trick aus dem Video. Na dann mal los. Wir fangen langsam an. Mit einer offensichtlich handelsüblichen Kerze, Stühlen und einem Brett. Mehr braucht er nicht. Ich muss mich aufwärmen, um mich nicht zu verletzen. Das ist wie bei jeder Sportart. Dann legt er los. Tja, auch beim Experten klappt es nicht beim ersten Schlag. Aber dann doch. Mehrmals. Unglaublich. Als nächstes versucht er es aus weiterer Distanz. Diesmal steht die Kerze 3 Meter weg von ihm.
Und die Kerze geht tatsächlich aus. Außer uns ist niemand mit im Raum. Geschummelt haben kann er nicht. Vielleicht sind ja die Kerzen manipuliert. Wir gehen auf Nummer sicher und haben unsere eigenen Kerzen mitgebracht. Eine Kerze ausboxen, okay. Aber 15 Stück? Wir wollen es genau wissen. Noch einmal tief durchatmen. Mit dem ersten Schlag sind direkt drei Kerzen aus. Chenyas Schlagfrequenz ist wahnsinnig hoch. Und dann erlischt tatsächlich auch die letzte Kerze. In der Zeitlupe kann man genau erkennen, wie er es macht. Einen kleinen Trick hat er nämlich. Er schießt die Faust erst sehr spät und nutzt somit den Wind, den seine flache Hand erzeugt. Durch diese Handbewegung entstehen Luftwirbel, die die Kerzen löschen. Es gibt also eine physikalische Erklärung für das Kunststück. Bis man das hinbekommt, muss man trotzdem lange üben. Kerzen-Kung-Fu funktioniert also wirklich. Auf unserem Platz 1 ist ein Mann, der mit seinem Kopf auf einem dünnen Nagel balanciert. Die Männer neben ihm tragen eine Stange, an der er lehnt. Oder heben sie ihn hoch? Was steckt hinter dem Bild? Unsere Spur führt uns nach China. 2 Autostunden entfernt von Shanghai, in den Stadtpark von Nanjing. Und tatsächlich, dieser Mann sieht dem auf unserem Foto doch sehr ähnlich. 3-mal die Woche trainiert Li Xin im Stadtpark Kung Fu. Und das schon seit mehr als 30 Jahren. Er ist Kung Fu-Meister. Die traditionelle Kampfkunst heißt aus dem Chinesischen übersetzt so viel wie harte Arbeit. Zum Erlernen des Kung Fu braucht es viel Zeit, Mühe und Kraft. Seine Spezialtechnik hat sich Xin selbst beigebracht: den Nagelkopfstand. Zu Beginn noch auf einem 1,5 cm breiten Metallstab. Dafür braucht der Kung-Fu-Meister 2 Assistenten. An diese Stange will sich Xin nur anlehnen. Halten soll ihn allein dieser Nagel. Seit 20 Jahren trainiert er diesen Kopfstand. Der Nagel ist zwar breiter als der auf unserem Foto, aber abwarten. Die 1,5 cm sind nur der Anfang. Unglaublich. Shins gesamtes Gewicht lastet jetzt nur auf seinem Schädel. Auf seinem Kopf zeichnet sich ein Zentimeter großer Abdruck ab. Aber der Nagel dringt nicht in den Schädel ein, als wäre er aus Stahl. Einen Tag später will Shin uns seine Königsdisziplin zeigen. Der Kopfstand auf einem nur 8 mm breiten Nagel. 70 Kilogramm sollen auf weniger als 1 Quadratzentimeter Fläche. Was bei normalen Menschen tödlich endet, will er durch hartes Training und die Bündelung seines Qi jetzt meistern. Tatsächlich. Das ist der Nagelkopfstand von unserem Foto. 10 Sekunden lang hält er den Schmerz aus. Mit seiner Kung-Fu-Show tourt Li Xin durchs ganze Land. Jeden Tag ein Nagelkopfstand. Hart erarbeitetes Geld. Im Schnitt verdient der Kung-Fu-Meister damit gerade mal 400 Euro im Monat. Nächstes Jahr will er den Nagelkopfstand auf einem Hochhaus durchführen und damit einen Weltrekord aufstellen. Wir drücken die Daumen.